Leute! Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal wieder drum um ja, so ein Laber-Video, also quasi Frage und Antwort. Ist wieder ein bisschen was zusammengekommen und das wollen wir natürlich nicht unbeantwortet lassen. Ja, heute mal mit dem neuen Hintergrund. Wir sind gerade hier im Büro von mir und Micha. Und ja, haben uns hier so eine kleine Waffenwand gemacht von denen, die wir selber haben und spielen. Noch nicht ganz fertig, aber wird jetzt hier nach und nach. Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Ja, mit einer der häufigsten Fragen, die wir so gestellt bekommen haben. Corona und die Area, habt ihr alles überstanden? Kommt da noch was? Wie auch immer. Ja, hat natürlich genauso hart getroffen wie alle anderen Spielfelder oder Freizeiteinrichtungen überall anders auch. Ja, hatten jetzt gut 2 Monate lang komplett zu, dicht die Bude. Natürlich dann da auch keine Einnahmen. Nicht so geil. Hatten wir Glück, dass wir noch den Online-Shop haben. Da ging auf jeden Fall ein bisschen was drüber. Ja, deswegen überhaupt noch eine Einnahmequelle hatten, weil natürlich der stationäre Laden, den wir haben, der Shop und die Area selber natürlich zu haben mussten. Haben wir aber, soweit sei gesagt, ganz gut überstanden. Jetzt ja schon wieder offen, ein paar Wochenenden sind durch. Und ja, schon mal da vielen Dank, dass ihr alle weiterhin so zahlreich kommt. Und wir da hier auf jeden Fall ein paar geile Spieltage schon hinbekommen haben. Und das hoffe ich mal auch noch so weitergeht. Weil natürlich, wie gesagt, klar, die 2 Monate ohne irgendwelche Einnahmen, wir mussten weiter Miete zahlen, alle laufenden Kosten, bla bla blub. Von daher auf jeden Fall nicht so eine einfache Situation, aber ich denke mal, das kriegen wir alles zusammen hin. Also da erstmal in Warnung, Area geht es soweit gut. Und ja, wenn das jetzt weiter so läuft, wie es jetzt hier die ersten Wochen angelaufen ist, dann sehe ich da optimistisch in die Zukunft und denke, wir kriegen da alles soweit hin. Also damit zur ersten Frage, denke ich mal, Corona soweit abgehakt. Ja, neue Spielfelder. Wir haben ja auf YouTube schon ein Video von der unteren Etage. Ich denke mal, das haben wir, hoffe ich mal, schon die meisten von euch gesehen. Oder waren schon mal hier zum selber zocken. Also da hat sich einiges getan, ist auf jeden Fall jetzt vom Spielfluss her, vom Spielverhalten, ein ganz anderes Spielfeld, als es vorher war. Und macht auch richtig Bock. Gerade so mit dem Modus Bombe legen oder auch Herrschaft macht da unten richtig Spaß. Weil es ja für beide Seiten genau komplett gleich ist. Und ich habe halt verschiedene Varianten drin. Ich habe mal so ein bisschen ein engeres Feld. Dann habe ich wieder mehr so ein Speedfeld, wo ich richtig Gas geben muss. Habe in der Mitte den Turm und einen Bunker als zentrale Schlüsselposition und habe rechts nochmal so einen Schleichgang, wo ich schon mal durch kann und da schön den Gegner umlaufen. Auf jeden Fall sehr geil, macht mir deutlich mehr Spaß als das Spielfeld vorher. Wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall lohnt sich mal anzuschauen. Ja, unser Spielfeld oben hat sich auch ein bisschen was getan. Haben wir jetzt neu gerade noch ein bisschen was abgehangen, ein bisschen was dunkler gemacht und das Buzzer-System ist drin und es gibt neue Deckungen und neue Durchgänge oben. Also da ist auch nochmal einiges anders als vorher war, nicht ganz so gravierend, wie es auf der unteren Etage ist, aber ich sag mal, mit Sinn und Verstand haben wir hier und da noch ein paar Sachen erweitert, dass quasi noch mehr Spielfluss, noch mehr Spielgeschehen reinkommt, also ich kann da jetzt richtig schön umlaufen und habe halt auch von den neuen Deckungen aus schöne geile Positionen, von denen ich gute Winkel abdecken kann. Mit dem Buzzer-System machen wir noch ein extra Video, das wird jetzt, denke ich mal, die nächsten Tage auch hochgeladen werden, dass ihr da nochmal seht, wie funktioniert das genau, oder ihr wart schon mal da und habt schon mal ein paar Runden gespielt. Ist auf jeden Fall richtig geil. Gerade zum Beispiel, wenn ich das normales Team Deathmatch mache, kann ich mir anzeigen, wie viel Leben hat mein Team noch, wie viel hat das andere noch und habe da halt immer noch so einen kleinen Anreiz, ne? Weil ich halt immer sehe, okay, wir haben 10, die haben noch 15, scheiße, müssen wir ein bisschen Gas geben. Auf jeden Fall bringt zum Spielfluss her einiges und natürlich ist es nicht mehr so, dass ich sage, ja, mach mit 5 Respawns, keine Ahnung, ich war 3 mal hinten, da vergessen, scheiße, war es 3 oder 4 mal, sondern ich drücke es auf den Buzzer und das System zählt halt für mich mit. Natürlich, klar, wenn ich nicht auf den Buzzer drücke, dann kann ich immer noch bescheißen. Aber ich sag mal, ja, das kann man nie ganz ausschließen. Aber ist auf jeden Fall schon mal deutlich schöner als vorher war. Denke mal soweit zum neuen Spielfeldern. Also wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall lohnt sich mal rumzukommen und anzuschauen. Dann machen wir weiter. Ja, Events hatten wir an sich ein paar in Planung. Ist natürlich jetzt durch Corona alles ein bisschen verschoben worden. Ja, das ist nicht so schön. Aber soweit sei gesagt, da ist noch einiges in Planung. Sei es Nacht-Events, wollen wir jetzt einiges machen. Wird auf jeden Fall geil werden. Und dann mal solche Tagesevents, wo man beide Spielfelder zum Beispiel zusammen zu einem großen macht. Ist möglich, aber da will ich nicht zu viel verraten. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Aber hat sich jetzt alles ein bisschen nach hinten verschoben. Ich denke mal, die nächsten Ankündigungen werden da ja, so in 3 bis 4 Wochen folgen. Da könnt ihr dann schon mal gespannt sein. Ansonsten unser monatliches Event, der Kids Nerf Day, der bleibt weiterhin immer am letzten Freitag des Monats. Da ist immer bei uns Nerf Day. Also wer da mit den Kleinen rumkommen will, auch ganz geil, kann man sich mit den Nerf-Pfeilen ein bisschen abschießen auf unseren Spielfeldern, macht auf jeden Fall auch richtig Bock. So, was haben wir noch? Ja, unser Shop, Thema Airsoft.
Wer schon mal da war, denke ich mal, hat es gesehen, da hat sich jetzt einiges geändert. Haben jetzt deutlich mehr auch an Airsoft-Artikeln im Laden. Sei es ja, angefangen von Waffen, BBs, Tracer, Magazine, Magazintaschen. Wir haben Plattenträger. Hier zum Beispiel sowas hier, ich weiß nicht, ob ihr seht. Ja, das ist auch von uns. Also da wirklich große Auswahl jetzt, auch an Airsoft-Artikeln. Im Online-Shop ziehen wir jetzt nach, da kommen jetzt auch nach und nach immer mehr rein. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wir haben zum Beispiel neu alle Magazine mit reingenommen. Also M4, MP5, AEP-Magazine, alles drin. Ja, kann jetzt auch online alles bestellt werden. Ansonsten haben wir auch so noch ein bisschen mehr Auswahl, auch im MacFeed-Bereich, im Paintball. Die Magazintaschen für Airsoft und für MacFeed ist ja 1:1 die gleichen. Also da kann ich es quasi auch dafür mitverwenden. Natürlich auch der normale Paintball-Bereich wird weiter ausgebaut. Also da haben wir jetzt auch schöne neue Artikel drin. Ja, da lohnt sich auf jeden Fall mal rumzuschauen. Wie gesagt, der Shop jetzt hier bei uns mit in der Area drin oder halt unser Online-Shop, da kann ich quasi 24 Stunden bestellen. Gut, genau, die Frage kam häufig als Einzelspieler. Also ist an sich prinzipiell kein Problem, als Einzelspieler zu kommen. Sei es Leihausrüstung, sei es eigene Ausrüstung, kein Thema. Sagt kurz vorher Bescheid, dass ihr kommt, dann können wir euch sagen, okay, um die und die Zeit sind so und so viele Gruppen da, da kann man sich auf jeden Fall zusammenschließen. An sich ist ja bei uns so, also die meisten Gruppen, die zusammen da sind, die spielen dann auch zusammen, sei es miteinander, sei es gegeneinander. Aber sag mal, wenn ihr jetzt als Einzelspieler kommt, ist überhaupt kein Problem, euch irgendwo mit anzuschließen. Hatten wir schon ein paar Mal, aber wie gesagt, ich sag's gerne nochmal, also als Einzelspieler kommt einfach rum. Wir ja, kriegen das alles hin, dass ihr sagt, ihr schließt euch irgendwo mit an. Und meistens machen wir auch große Spiele, zum Beispiel mit allen Paintballern oder mit allen Airsoftern, die da sind. Und das wird dann auf jeden Fall auch eine schöne Sache werden. So. Ja, dann haben wir vielleicht häufig die Frage, ob wir einen C2B-Guide machen können. Da weiß ich nicht so ganz richtig, was ich mir darunter vorstellen kann. Also da könnt ihr gerne mal drunter schreiben, wenn wir sowas machen, was ihr euch da vorstellt. Also sollen wir quasi, wie wir im C2B vorgehen oder, ja, also was man da so machen sollte, könnte. Da würde mich wirklich interessieren, was ihr da euch drunter vorstellt. Weil prinzipiell können wir schon sowas machen, wir haben ja alles da. Also das wäre jetzt kein Thema. Ja, bräuchte ich gerne noch ein bisschen Input von euch, was ihr sagt, was ihr da sehen wollt. Wäre auf jeden Fall ganz cool und dann können wir natürlich auch ein paar Videos mit drauf eingehen. Ja, dann genau, hatten wir noch, wenn Sie Spieler absprechen wollen. Wir haben bei uns eine Airsoft- oder Paintball-WhatsApp-Gruppe. Also da kann man sich quasi gerne mit einladen lassen und da schreiben wir quasi immer rein oder die Spieler selber, die sagen hier, keine Ahnung, ich habe Donnerstag Nachmittag Zeit, ist noch jemand da? So, da kann man sich dann absprechen, so sagen, okay, Donnerstag Nachmittag, ja, ich hätte auch Bock auf eine Runde Airsoft oder Paintball, komme ich mit vorbei. Das ist halt ganz cool. Gibt es da eine Gruppe für Airsoft, eine für WhatsApp, eine für Paintball. Und ja, schreibt uns dazu einfach an, wenn ihr damit rein wollt und dann fügen wir euch in die Gruppen mit rein. Muss ich da noch ein bisschen unterteilen. Wir haben da immer zwei Gruppen. Einmal rein für die Terminabsprache. Die ist jetzt nicht dafür gedacht, um, keine Ahnung, mein Zeug zu verkaufen oder über Ausrüstung zu labern, sondern da wirklich rein, ich komme dann und dann, hat noch jemand Bock. So. Oder dann und dann sind so viele Spieler da, die sich werden anschließen. Das ist quasi rein wirklich für die Terminabsprache. Dann haben wir noch eine zweite Gruppe, wo man dann auch mal sagen kann, hier, keine Ahnung, hat jemand Erfahrung mit Knarre XY, kann mir da weiterhelfen, bla bla blub. Dafür haben wir eine extra Gruppe, da kann man sich natürlich auch gerne mit einladen lassen. So, da haben wir erstmal, genau, die häufig gestellten Fragen soweit durch. Ja, ansonsten machen wir weiterhin Videos mit Gameplays, also wenn ihr da sagt, wollt ihr was anderes sehen, auch kein Problem, schreibt es gerne mal mit rein. Dann versuchen wir es natürlich mit für euch umzusetzen. Ansonsten würde ich sagen, ja, wer noch nicht da war, auf jeden Fall vorbeikommen. Neue Spielfelder sind richtig geil. Wochenende ist auch immer was los, sei es Samstag, sei es Sonntag, kein Problem. Ruft kurz vorher an, dann tragen wir euch mit ein und dann geht das auf jeden Fall seinen Gang. Dann würde ich sagen, bis später.